Mein Name ist Ulrich Nöten und wir sind hier in Hingehört. Guten Abend, Herr Nöten. Guten Abend. Was lesen Sie heute hier? Ich lese Lichtspiel, den neuen Roman von Daniel Kehlmann. Wie ist es, Texte von Daniel Kehlmann einzusprechen? Was fordern diese von einem Interpreten? Oder im Umkehrschluss, schenken Sie ihm? Also in diesem Fall war es ein großes Vergnügen, diesen Text zu lesen. Ich habe ja schon mehrere Sachen von Daniel Kehlmann gelesen. Auch die anderen Male war es ein großes Vergnügen. Und diesmal eine überraschende Geschichte voller Wendungen. Ich finde es unglaublich unterhaltsam und hat großen Spaß gemacht. Was kann ich dem Text geben? Ich kann nichts weiter tun, als versuchen zu verstehen, was er geschrieben hat und mich zur Verfügung stellen. Und es hoffentlich so rüberzubringen, dass die Zuhörer auch was davon haben. Lichtspiel handelt von der realen Figur Georg Wilhelm Pabst. Hatten Sie sich vor dem Hörbuch schon mit ihm beschäftigt? Und kommt Ihnen das geschilderte Dilemma von Künstlern zwischen Selbst- und Fremdbestimmung bekannt vor? Also GW Pabst als Regisseur, der Name ist mir untergekommen. Beschäftigt habe ich mich in dem Sinne nicht damit. Da müsste man andere Spezialisten fragen, wie Dominik Graf, der sich mit all diesen Regisseuren von früher beschäftigt hat und so. Das ist hochinteressant, weil das ist natürlich eine Zeit, in der sich der Film wahnsinnig entwickelt hat. Und es waren eben etliche Regisseure, viele Künstler, Regisseure auch, die ins Exil gegangen sind, aus Deutschland weggegangen sind. Und der Film hat sich in diesen Jahren ungeheuer entwickelt, hochinteressant. Der zweite Teil der Frage, wiederholen Sie den nochmal. Kommt Ihnen das geschilderte Dilemma von Künstlern zwischen Selbst- und Fremdbestimmung bekannt genau, vor? Genau. Natürlich, jeder, der in diesem Beruf arbeitet, muss sich damit auseinandersetzen. Was wird von mir verlangt? Wer steht eigentlich dahinter? Wer bezahlt? Und was habe ich damit zu tun? Und so. Also das ist aber ein sehr weites Feld. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in diesem Film jetzt wirklich um die Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung des Künstlers geht, sondern in erster Linie, für mich jedenfalls, ist das ein Film, sage ich schon, es ist ein Buch über Mitläufertum. Wo fängt es eigentlich an? Was ist eigentlich einer, der mitgemacht hat, damals im Dritten Reich? Die Frage betrifft uns heute genauso. Wo fängt die eigene Verantwortung an? Wie weit kann ich gehen? Wie weit darf ich mich mit einer Sache gemein machen? Und wo fängt man an zu sagen, nein, habe damit nichts zu tun und ist dann nicht die einzige Konsequenz, wirklich einen radikalen Schnitt zu machen und wegzugehen? So, also das mit etwas wirren Worten versuche ich hier auszudrücken, worum dieses Buch die ganze Zeit kreist. Es ist hochinteressant, weil es gibt alle Facetten von Mitmachen oder Nicht-Mitmachen. Und das klingt jetzt so, als ob das wieder so ein Bewältigungsbuch wäre, aber es ist hochinteressant, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Sie haben auch als Schauspieler in einigen Serien und Filmen mitgewirkt, die zur Zeit des Dritten Reiches spielen. Was sind die Herausforderungen von solchen Rollen? Ich weiß nicht, ob die Herausforderung da eine besondere ist. Allgemein gilt, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann muss einem klar sein, dass man ein Teil einer Erinnerungskultur ist, die wichtig ist und die für uns in Deutschland auch weiter gepflegt werden sollte. Denn wie sich im Moment herausstellt, ist das, wovon wir immer gedacht haben, es hätte in großem Umfang hier in Deutschland stattgefunden, soweit ist es damit auch nicht her. Also man muss sich fragen, wie verlogen war eigentlich der Umgang auch mit der deutschen Vergangenheit. Und ich finde es jedenfalls immer wieder wichtig, sich damit zu befassen und es immer wieder in Erinnerung zu rufen. Es geht nicht um irgendwelche Schuldkomplexe, sondern es geht darum, Verantwortung zu vermitteln an die kommenden Generationen. So. Der erste Teil der Frage war nochmal. Lesen Sie mir die Frage bitte nochmal vor. Sie haben auch als Schauspieler in einigen Filmen und Serien mitgewirkt, die zur Zeit des Dritten Reiches spielen. Was sind die Herausforderungen genau. solcher Rollen? Also, das eine ist die Verantwortung zu übernehmen und zu erinnern. Das andere ist, dass ich
keine besondere Anforderung dort sehen kann, außer dass man versucht, seine Sache so gut wie möglich zu machen, so wie man es versteht und so wie es im Zusammenspiel mit den Kollegen und mit der Regie und so weiter erstellt wird. Das liegt nur zum Teil in der eigenen Hand. Sie sind seit vielen Jahren eine der beliebtesten deutschen Hörbuchstimmen. Was gefällt Ihnen an der Arbeit im Hörbuchstudio und welche Stoffe lesen Sie besonders gern? Das ist eine Frage, die mich ein wenig mit Wehmut erfüllt. Ich höre das natürlich gern, dass meine Stimme eine sehr beliebte Stimme ist und so, man fühlt sich dann auch gleich gebauchpinselt. Ich mache das gerne. Ich stelle aber fest, in den letzten Jahren gibt es immer weniger Angebote, also der Markt wird immer schmaler. Ich glaube, im Moment wird sehr viel auf Masse produziert. Die sorgfältige Erstellung einer Aufnahme, die dann auch CD-kompatibel oder tauglich ist, das nimmt immer weiter ab. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der Markt auch an guter Literatur insgesamt schrumpft, obwohl immer mehr geschrieben und auch im Hörbereich immer mehr produziert wird. Ich mache die Arbeit gern und wenn was Schönes dabei rauskommt, dann freue ich mich. Von Ulrich Noethen vorgelesen zu werden, macht jeden Text besser und jeden Schriftsteller stolz, sagt Daniel Kehlmann. Ja. Macht einen so ein Lob sprachlos? Nein. Ich finde es natürlich großartig, dass Daniel Kehlmann sowas Freundliches zu mir gesagt hat, aber es stimmt hinten und vorne nicht, denn vorne, wenn ich lese, macht es den Text nicht besser. Er wird vielleicht auf eine andere Art transportiert als beim Lesen und es kommt vielleicht noch was dazu, aber er wird dadurch nicht besser. Der Kehlmann-Text ist schon sehr gut. Der muss auch nicht besser werden. Und das andere ist, das macht jeden Schriftsteller stolz, von mir gelesen zu werden. Das ist eine Umkehrung dessen, was wirklich stattfindet. Ich freue mich, dass ich gefragt werde, aber es ist nicht so, und das impliziert die Frage, als ob ich mir das aussuchen würde, diesen Text zu lesen, sondern ich habe das Angebot bekommen, das zu lesen und zu produzieren und da freue ich mich. Und dann habe ich das gerne gemacht und ich bin stolz darauf, wenn hinterher Kehlmann sagt, der hat es gut gemacht. Vielen Dank, Herr Noethen. Sehr gerne.